Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodon zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Oh Mann. Versuche mich mal hier wieder an der Aufnahme Pokémon Y mal schauen, inwieweit das jetzt hier klappt. Lange nicht mehr gespielt auf dem 3DS. Jetzt haben wir hier schon den ersten Arena-Herausforderer, den ersten Arena-Trainer. Muss ich auch noch mit dem Team zurechtkommen und jetzt hier mit der Aufnahmesituation und ach du Scheiße, das kann was werden. Lange nicht mehr auf dem 3DS gespielt. Schauen wir mal, was da draus wird. Eine Herausforderung von Rollerskaterin Gwyneth. Medity. Okay, jetzt muss ich erstmal mein Team wieder zusammenbekommen. Erik, mein Shiggy. Ja gut, Aquaknarre, das wird hier vielleicht halbwegs was bringen. Halbwegs. Gut. Turbodreher. Und ja, Shilok natürlich, Michi, wie ich es gesagt habe. Muss ich mein Team erstmal wieder kennenlernen. Ich muss aufhören. Ich muss jetzt regelmäßiger wieder Pokémon Y-Parts bringen. Na, schauen, ob ich das wieder hinkriege. Pokémon Y, let's play again. Ich muss jetzt wieder häufiger kommen. Aber ich will oder nicht. Oder ich breche das Let's Play ab. Müssen wir uns mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Auf dem 3DS aufnehmen, das ist für mich jetzt, das ist. Kam ja auch nicht so vor, aber es ist irgendwie, ja, nur noch auf der Switch. Und jetzt 2020 sowieso nur noch auf dem PC. Es ist so ein bisschen seltsam. Wie ist was passiert auf meinem Kanal? Linfu. Wir kämpfen natürlich weiter. Linfu, ja, was soll Erik tun? Im Abmachner, ich glaube, jetzt zum Abmachner rein. Das ist jetzt die beste Attacke von allen. Aquaknarre. Na komm, Erik, was machst du? Schluck, schluck, schluck. Na komm, lass dich so gleich nicht besiegen. Aquaknarre ist nicht effektiv. Sollten wir vielleicht mal das Pokémon wechseln. Ist ja vielleicht nicht ganz schlecht, mit einem anderen Pokémon in den Kampf zu ziehen. Okay, das bringt hier wirklich nicht so doll. Hätte ich eigentlich vom Typ wissen müssen, aber was soll es. Jetzt setzt dann Markus ein. Ja. Mein Feuer-Pokémon. Bestimmt vom Typ auch so schlecht. Okay, Feuerwirbel, mal schauen. Kratzige Stimme. Stimme am Arsch. Kann auch so ein bisschen sein, dass mein Team unterlevelt ist. Kann das sein? Ich meine, mein Starter-Pokémon ist jetzt Level 29. Scheint mir fast so. Nitro-Ladung. So. Erika reicht Level 26, sehr gut. Ein bisschen unterlevelt ist mein Team, aber so gehört sich das auch für Pokémon Let's Plays bei mir. Jetzt verstehe ich. Du musstest mich anhalten, damit wir kämpfen können. Zwergenfürst 2-4 gewinnt. 1792 Pokémon und dann geht sie gleich aus dem Kampf gegen die Skaterin hervor. Zweiter Arena-Kampf, den ersten haben wir im letzten Part schon gemacht. Nicht übel, du hast mich eingeholt, hast gezeigt, dass du etwas von Skaten verstehst. Im Kampf kannst du mich aber nicht mit, kannst du aber nicht mit mir halten. Okay, ich hoffe, das ist der letzte. Herausforderung von Rollerskater Sullivan. Dann kommt der Arena-Leiter. Den wollte ich noch bekämpfen.
Los, Erik. Mein Schlag wird wieder eingesetzt. Okay. Ach, mach da mal, versuchen wir's. Ja, ist nicht sehr effektiv. Ich sehe es schon. Okay, wird ausgewechselt. Na, schöne Wurst. Svengina mit Relaxo. Ja, an die Spitznamen habe ich mich gerne, bin ich gar nicht mehr dran gewöhnt. Zermürben dann wohl wahrscheinlich. Ist die effektivste Attacke, die ich habe. Mit Svengina. Und das bringt's. Das bringt's, das bringt's, das bringt's. Pam Pam. Das Ding war besiegt, das Pam Pam. Na komm. Na komm, Juice 2. Ach du Schande. Das sagt mir doch was. Vor dem Pokémon kann man Respekt haben. Zermürben. Oh weia. Volltreffer. Schon besiegt. So ein Mist. Dann Markus. Dann schicke ich Markus wieder in den Kampf. Mein Starter-Pokémon. Lassen wir das mal tapfer kämpfen. Psy-Strahl. Versuchen wir es mal damit. Feuerattacken sind hier vielleicht nicht unbedingt die effektivsten. Am Psy-Strahl scheint es auch zu bringen. Nicht grundverkehrt. Na komm. Wie viele Pokémon hat denn der Trainer? War es das jetzt vielleicht schon oder muss noch eins? Level 30 für Markus. Sehr gut. Lichtschild. Kannst du knicken. Das weiß ich doch schon. So, weiter geht's. Maschok. Okay, er hat noch ein drittes Pokémon. Hoffentlich kein viertes. So, Maschok. Ja, das ist sein letztes. Bisschen Strahl. Na komm, mach's alle. Sehr gut. Ich meinte nicht das Maschok, ich meinte Markus. Markus wird das Maschok gerade machen. Nicht andersrum. Mein Flugfeuer-Pokémon. Papageno. Ein sehr klassischer Name. Ja, Klingensturm. Versuchen wir das mal. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Defensive Attacke oder was? Sieht fast so aus. Nein, nicht defensiv. Aber nicht ausreichend. Gut. Na komm. Los, mein lieber Vogelfänger. Mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Und lass nicht noch ein KP übrig. So. Ah, Verbannung, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Maschok besiegt. Sehr gut. Papageno erreicht Level 29. Sehr gut, ein paar Level für das Team. Kann nicht schaden. Balgoras Level 29. Rollskater besiegt. Das habe ich auch im Pokémon-Kampf verloren. Wie um alles in der Welt konnte das nur passieren. Svenfee gewinnt 1728 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Rollerskater hervor. Ach du Schande. Einen brauchen wir noch. Einen Trainer müssen wir noch besiegen, bevor wir zum Arena-Leiter können. Gut. Können wir dich besiegen? Bleibst du stehen? Okay, eine Skaterin. Ratlos, immer weiter, immer schneller. Niemand kann mich ausbremsen, weder im Kampf noch beim Skaten. Eine Herausforderung von Rollskaterin Chloe. Cardonis. Okay, zwei hat sie. Das kriegen wir doch hin. Los, Erik. Ja gut, der wird es nicht mehr viel hinkriegen. Einen Anfang kann er machen. Den Anfang macht er.
Oh, ist fehlgeschlagen. Dann kann er noch weitermachen. Kann er nicht. Gut. Na dann. Unser Team wird langsam leer. Los, Papageno. Mit den letzten KP. Kingsturm versuchen wir das. Es wirkt dann erst in der zweiten Runde. Das ist ziemlich blöd. Wenn ich jetzt besiegt bin. Das ist schlecht. Mein Feen-Pokémon, Lea. Okay. Zauberblatt. Versuchen wir das mal. Okay, sehr effektiv ist es nicht, aber es fühlt schon mal Schaden zu. Doppelkick. Oh, halt's durch. Mit 25, naja. Zauberblatt. Das Level ist schon mal ungünstig. Rankenhieb. Karteschlag. Auwei. Das war's mit dem Pokémon. Ein Pokémon haben wir noch im Team. Balgoras haben wir noch im Team. Kann es das schaffen? Ja, von der Arena-Leiterkampf haben wir ja dann alle wieder Heiler. Ich gehe wieder zum Pokémon-Center und dann. Na komm. Antike Kraft. Ich habe noch ein zweites Pokémon. Das ist blöd. Ach, jetzt habe ich auch noch Geduld eingesetzt. So ein Mist. Ist jetzt hier schlecht. Geduld können wir hier nicht haben. Und da bin ich besiegt. Game over. Kein kampfiges Pokémon mehr. So, mein Team mal eben heilen. Können wir uns nochmal die Stadt angucken. Auf dem Weg. Können wir noch den letzten Trainer herausfordern. Dann geht's gleich zum Arena-Leiter. So, muss den Weg nochmal finden. Wo war gleich die Arena? Instinktiv richtig gegangen. Hier geht's rein. Okay. Na dann. Hier, das war noch die Trainerin. Von mir aus nehme ich auch eine andere, aber das klingt falsch. Ratlos immer schnell, immer weiter, immer schneller. Man kann nicht abbremsen, weder im Kampf noch beim Skaten. War das die? Ja, das war die, in die wir gerade gekämpft haben. Zwei Pokémon. Den einen müssen wir noch besiegen, die eine Trainerin. Dann können wir zum Arenaleiter vor. Zum Arenaleiter oder zur Arenaleiterin. Je nachdem. Turbodrea, versuchen wir es mal damit. Let's go. Los, Erik. Gib dein Bestes. Ja gut. Das war eher schlecht als recht. Aquaknarre. Das war schon besser. Aber noch nicht gut genug. Karateschlag. Er hat sein Bestes gegeben. Hat tapfer gekämpft. So, Markus. Vielleicht kann der was ausrichten. Die Grüße von mir. So, Psystrahl. Das müsste es doch bringen. Das hat's gemacht. Hat's sehr gut gemacht. Ja, nach dem Kampf müssen wir sowieso nochmal zum Pokémon Center, bevor wir zum Arenaleiter gehen. Und lass mich das jetzt bitte aushalten. Verdammt. Satz mit X. Papageno. Ein Feuervogel. Gut, ich versuch's mal, ich riskier's mal. Auwei. Na komm, noch einmal. Da haben wir es besiegt. Haben wir die Hälfte. Karteschlag. Ist nicht sehr effektiv. Glut. Ist auch nicht sehr effektiv, aber es hat's gebracht. Gegner wurde besiegt.
So, Level 26 für Lea. Sehr gut. Hariyama. Weiter kämpfen. Ach, das Ding. Ja. Ich habe dich erwartet. Blut. Das wird jetzt nicht viel bringen. Ja, wie schon vermutet. Ein Versuch was wert. Ein KP noch. Wir kommen wahrscheinlich eh nicht zum Zug. Oh doch, Schnabel. Das bringt schon ein bisschen mehr. Ja, sehr gut. War das, hieß die Attacke Riechsalz? Wahrscheinlich nicht. Habe ich nur so gelesen. Es wäre mir neu, dass eine Attacke so heißt. So, zermürben. Na komm, zermürbe die Gegner. Na komm, Zwergina hält doch einiges raus. Laxo. Es hält ein bisschen Stand. Jetzt habe ich die Attacke wieder nicht gelesen. Sieht fast aus wie Riechsalz. Riechsalz. Scheint wirklich so zu sein. Interessant. Na komm. Und besiegt. Haben den letzten Trainer besiegt, der uns noch im Wege stand. Zur Arena-Leiterin. Habe ich jetzt einfach mal so geschätzt. So. Da geht die letzte Barrikade zu Ende. Geht hoch. Macht uns den Weg frei zum Champ. So. Einfach mal kurz zum Pokémon Center. Kurz mal mein Pokémon-Team aufheilen. Und dann können wir uns an den Arena-Leiter noch wagen. Dann schaffen wir den vielleicht auch heute noch. Haben wir was erreicht. Gut. Na dann. Versuchen wir es. Wagen wir uns an die Arena, an den Arena-Leiter. An die Arena-Herausforderung. Er heißt so nicht, aber es ist doch eine Arena-Herausforderung. Es ist eine Herausforderung in einer Arena. So sieht's aus. Da ist die Arena-Leiterin. Aufgepasst, hier komme ich, Conny. Na dann, Conny, ich fordere dich heraus. Oder so ähnlich. Du bist ein starker Trainer. Das sehe ich sofort. Los, fangen wir am besten gleich an. Von mir aus. Conny fordert dich heraus. Eine Herausforderung von Arena-Leiterin Conny. Lin Fu wird von Conny Arena-Leiterin eingesetzt. Los, Erik. Okay, drei hat sie. Na dann, Aquaknarre. Versuchen wir es. Steigungshieb. Das klingt nicht schön. Aquaknarre. Okay, Erik macht den Anfang. So sieht's aus. Ja, eher schlecht als recht, aber Markus wird nachrücken. Zu Aquaknarre drauffeuern, wie es nur geht. Geht doch. Haben wir schon ordentlich geschwächt. Eine gute Vorarbeit geleistet. So, Markus zieht nach. Attacke. Ich würde mal weiterhin auf Psystrahl setzen. Das scheint hier effektiv zu sein. Ja, sehr gut. Erst Pokémon besiegt. Da waren es nur noch zwei. Leichter wird es nicht. So, Mashok. Das zum Thema leichter wird es nicht. Naja, kann man sich streiten. Psystrahl. Na komm. Das hat reingehauen. Sehr schön. Das hat leider auch reingehauen. So, Psystrahl. Zum Glück habe ich den ersten Schlag. Sehr gut. Da war es noch eins. Zwei Pokémon. Trainer, zwei Pokémon besiegt. Eins bleibt noch. Na dann, vielleicht kann ich mal einen Trank geben. Oha.
Resleradro. Resladiro. Was haben wir denn noch so dabei? Supertrank haben wir noch mit dabei. Ich riskier's. Zwangfee setzt Supertrank ein. Supertrank. So, den musst du jetzt gerade mal einsetzen. Ja gut, inwiefern das nützlich ist. Psystrahl. Na komm, Flying Press, ach du Schande. Das ist eine Attacke, vor der man Angst haben kann. Ja gut, scheitert jetzt alles am letzten Pokémon-Kampf, am letzten Pokémon hier. Hoffentlich nicht. Na komm, Relaxo, halt durch. Zermürben. Das ist nicht die effektivste Attacke, aber ja, im Gegensatz zu Flying Press. Autsch. Das ging schnell jetzt hier. Super Geno, Feuer-Pokémon, Feuerflug. Na komm, hau rein. Auweia, die Attacke macht uns alle platt. Oh, hat's durchgehalten. Na komm, jetzt hau rein. Verbrennung ist gut. Mein Blut wird es jetzt nicht so bringen. Aber die Verbrennung ist schon mal nicht schlecht. Oh, Kacke. Klingelsturm. Klauenwetzer, das ist gut, dass der auf Defensiv geht. Kann ich noch eine Runde mehr spielen. Blöd, dass das meins erst in der zweiten Runde kommt. Verdammt. Ich bin geliefert. Ja gut, da können wir nicht mehr einsetzen. Ja gut. Verbannung ist sehr gut. Ja, jetzt als nächstes. Na toll. Mein Team hier, Marionettenkampf. Das kann ja was werden. Halt durch. Na komm bitte. Halt durch, halt durch. Sehr gut. Zauberblatt. Ein bisschen was hat's gebracht. Ein bisschen was. Fliegenprise hätten wir noch im Angebot. Ich darf wahrscheinlich nicht nochmal einsetzen, oder? Flying Press. Das war's dann wohl. Okay, kriegen wir es mit Balgoras noch hin? Immerhin schon im gelben Bereich, gleich roten Bereich. Wenn der Trainer der Arenalette jetzt nicht nur Trank einsetzt. Was durchaus vorkommt, keine Arenalette-Kampf. So, die Kraft, na komm, versuchen wir's. Übertrank natürlich, was auch sonst. Wir sind geliefert. Wir versuchen was wert. Das kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr hin mit Balgoras. Flying Press, ach Scheiße. Und die Kraft ist nicht so effektiv. Ja, Schande im Game-Bereich. Können wir noch einen Trank einsetzen? Haben wir noch einen Beleber mit dabei? Das wäre jetzt nicht schlecht, haben wir natürlich nicht. Übertrank. Balgoras bringt nicht viel, weil, ja. Es zögert es ein bisschen hinaus, was für Verbannung ganz gut ist, aber, ja. Siegchancen haben wir da jetzt nicht wirklich. Obwohl, ich könnte jetzt immer wieder. Durch die Verbrennung habe ich jetzt eine Chance. Ich könnte jetzt immer wieder Hypertrank einsetzen und Verbrennung das machen lassen. In der Hoffnung, dass keine super effektive Attacke eingesetzt wird. Das ist ohne Taktik. Tränke verbrauchen. Ja gut, wenn der Gegner auch einsetzt. Ja, muss man hoffen, dass man die meisten Tränke hat. ja gut. Müssen wir wohl nochmal angreifen. Antikkraft. Auweia. Und wird hier noch spannend zum Schluss. Ein bisschen was bringt's ja. Okay, jetzt mal schnell wieder den Trank einsetzen. Ich brauch's jetzt einfach mal alle. Können wir neu kaufen nach dem Arena-Leiterkampf. Nach dem Arena-Leiterkampf können wir wieder
Kann man wieder neue machen. Erstmal jetzt alles raushauen, rauspulvern. Ich glaube, es wird jetzt mal kämpfen. So, antike Kraft haben wir nicht mal viele AP. Oh mein, Steigungshieb. Nicht schlecht. Antike Kraft. Vielleicht kriegt das bei Überraschung noch hin. Dann wäre auf jeden Fall der Held des Tages. Das wäre noch mega. Na komm, roter Bereich. Jetzt aushalten. 6 Tränke haben wir noch. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Halt's durch bei Uras. Verbrennung existiert noch. Sehr gut. Noch ein Trank. Sein Fläche super Trank ein. Ist auch eine Taktik. Steigungstieb. Na komm, noch einmal Verbrennung. Verbrenner. Sehr gut. Sehr nice. Besiegt. Damit haben wir den Arenaleiter und die Arenaleiterin besiegt. Level 30, verdienterweise. Drachenroute. So. Sieht gut aus. Geduld können wir vergessen. Sofort aber bitte. Geduld und Drachenroute. Arenaleiterin besiegt. Schockschwere Not. Zwangfee gewinnt 10.240 Pokémon-Donner und geht siegreich aus dem Kampf gegen Conny, die Arenaleiterin, hervor. Conny, die Arenaleiterin von Yantara City, gibt sich geschlagen. Hiermit erkenne ich dich und dein Talent als Trainer an und verleihe hier feierlich diesen Orden oder so ähnlich. Na los, nimm ihn endlich. Und der wievielte Orden war das jetzt? Zwangfee erhält den Orden von Conny. Rauforden. Der Rauforden sorgt dafür, dass du mit allen Pokémon bis Level 50 auf einer Wellenlänge bist. Das gilt selbst für per Tausch erhaltene Pokémon. Außerdem kannst du mittels VM-Attacke Surfer auf dem Wasser fortbewegen, selbst wenn du nicht gerade in einem Arena-Kampf befindest. Ach ja, die TM wollte ich dir auch noch geben. Probier sie unbedingt aus. Steigungshieb. Den Surfer müssen wir noch suchen. Das ist jetzt sehr gut. Damit kommen wir voran. Mit Name bereits vermuten lässt, hilft Steigungshieb bei dem Anwender dabei, seine Leistung zu steigern. Er härtet seine Fäuste mit jedem Einsatz weiter ab und erhöht so einen seinen Angriff. Jetzt muss ich mich erstmal bei dir entschuldigen. Ich kann dir den Mega-Ring einfach nämlich erst auf der Spitze des Turms der Erkenntnis überreichen. Bitte sei mir nicht böse, dass ich dich pausenlos durch die Gegend scheuche. Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte. Zumindest entschuldigt sich mein NPC dafür, sonst werden wir in den Spielen immer ohne Entschuldigung überhingescheucht. Keiner sagt sorry oder Entschuldigung. Immerhin. Jetzt, wo du wie ich dazu in der Lage bist, eine Mega-Entwicklung herbeizuführen, würde ich gerne erneut gegen dich kämpfen. Lucario und ich erwarten dich auf der Spitze des Turms der Erkenntnis. Na, dann im nächsten Part wahrscheinlich. So, zurück geht's beim nächsten Orden. Welcher Orden ist das? Der dritte. Ich habe es auf dem unteren Bildschirm gesehen. So, ab ins Pokémon Center und dann im nächsten Part auf die Turmspitze holen wir uns die Mega-Entwicklung. So sieht's aus. Zwergenfürsten, die Mega-Entwicklung, Zwergenfee, die Mega-Entwicklung. So, dann ist das doch ein perfekter Zeitpunkt, ein perfekter Ort, ein perfektes Bild, diesen Part zu beenden. Ich denke, wir haben heute ordentlich was geschafft. Ein paar Arena-Trainer besiegt und den Arena-Leiter geschafft, nächsten Orden geschafft. Ja, drück mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt vom Let's Play Pokémon Y again. Na dann, haut rein, habt noch einen angenehmen Tag und man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.